Und damit herzlich willkommen zurück bei Elex. Wir haben hier zwei Freunde, die sich scheinbar mit uns anlegen wollten. Und das sollen sie natürlich auch gerne bekommen. Bin schon dran. Schließlich. Wow. Gut, das hat jetzt ja natürlich super funktioniert. Kein Problem. What's happening here? Los. Was? Why is it happening? Okay. Wow. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt vielleicht doch noch verrecke. Ich dachte, die machen wir relativ locker weg. Als ob ich jetzt deswegen Schaden bekommen habe, ey. Ja, genau. Steh mal wieder auf. Okay, man kann scheinbar doch nicht alles mit dem Schild blocken. Nicht alles. So, Kumpel, mach mal. Sehr gut. Sehr gut. Einwandfrei. Naja, gut, also ganz einwandfrei war es vielleicht nicht. Aber es war okay, denke ich. Hätte besser laufen können. Stimmt, da oben wollte ich jetzt nochmal reingucken. Wäre beinahe ungesund geworden. Speichern wir mal kurz, nicht, dass ich hier noch irgendwie retarded in irgendeine Mine reinrenne. Hier ist nichts. Gut. Dann. Norden ist da, das heißt, weiter nach da müssen wir. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Richtig. Weiter in die Richtung müssen wir. Was haben wir denn da? Aasfresser, den kriegen wir. Das Biest kaufe ich mir. Jawohl, gib ihm mal richtig ordentlich. Nett. Danke. Hier ist nichts weiter. Sind das. Jo, alles klar, die lassen wir mal in Ruhe. Ich weiß nicht warum. Ich habe gerade irgendwie keine Lust, gegen die zu kämpfen. So. Moin. Was zum Teufel?
Lass mich in Ruhe. Klingt ja fast wie so ein altes Internetmodem hier. Nice. Den Block ist weg und du greifst ihn an. Komm. Perfekt. Moment. Jetzt. So. Schön. Da haben wir die nächsten Kandidaten. Das Biest kaufe ich mir. Oh, voll in die Fresse, Alter. Ei. Ja, der tut mir ein bisschen leid, der Kleine hier, ne? Kommt einfach so volles Hund aufs Maul. Eieieiei. Das können die noch nicht mal einsammeln hier. Hm. Aha. Was haben wir denn hier? Und was ist das hier? Ein Rucksack. Scheinbar ist es denen nicht so gut bekommen, hier zu übernachten. Tio. Gar nicht so übel hier, oder? Ist ganz nett irgendwie. Auf jeden Fall eine interessante Gegend. Haben wir hier noch irgendwas Tolles zum Einsammeln? Nicht? Gut, denn nicht. Da ist der Konverter. Da sind die Viecher. So. Pestratte. Stirb, Kartoffel. Danke, dass du auch mal dich dazu entscheidest, mir zu helfen, du Affe. Jetzt habe ich die Pestratte einmal erwischt, nur weil du sich gedacht hast. Freu nicht. Der macht das schon. Hallo! Hey, machst du mal was? Oder entscheidest du dich dagegen, mir zu helfen und ich muss dich als Ketzer hinrichten? Ja, als Ketzer. Meine Fresse. Du bist ein Vollidiot. So. Alles noch dran? So gerade noch. Okay, er ist neutral. Eigentlich könnten wir auch mal demnächst nach Edan reisen und uns diese Steckbriefe von ihm einsammeln. Nach Edan sage ich schon, nach Abessa. Jo. Hier ist offensichtlich nichts weiter. Außer ein paar fliegende Steine. Check. Gut. Können wir hier irgendwie rein? Ne, da liegt ein Hammer. Das wäre cool, wenn man irgendwann in so eine Windkraftanlage mal rein könnte. Geil, nehmen wir alles. Oh, Money. Das ist ja nur ein Pestrad gewesen. Ja gut, nee, die lassen wir jetzt aber trotzdem mal in Ruhe. Wir laufen noch weiter nach Westen, hat sie doch gesagt, oder? Pass auf. Aufgaben. Unter Geier in der Wüste. Familie geholfen habe, ihre Macht zu behalten, hat William mir angeboten, mir in Outlaw aufzunehmen. Naja. Vielleicht müssen wir mal mit denen quatschen, aber eigentlich wollte ich der Big Bang
Gefühlschaos. Wie konnte ich nur in solchen Situationen geraten? Das erste Mal in meinem Leben, dass ich erfahre, dass, was es heißt, Gefühle zu entwickeln. Es ist die Hölle. Besonders eine Sache will mir nicht in den Kopf. Warum hat Kallax mich hinrichten lassen? War es wirklich nur mein Versagen oder steckt noch mehr dahinter? Ich brauche Antworten. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Gott! Wurden einige Tote und Verletzte weggeschleppt. Darunter auch Lucys Kumpel Bullet. Sie hat beobachtet, in welche Richtung ich hier verschleppt worden bin. Ich bin ja auch ne. Westen. Kann auch sein, dass ich gerade doof bin. Aber das ist doch nicht. Sie hat doch gesagt Westen. Und nicht Norden. Oder meinte sie Westen halt hier diese 5 Meter und danach. Keine Ahnung. Naja, egal. Ein Hoch auf den Questlog. Der uns gerade jetzt noch in die richtige Richtung lotst. So. Gut, also da vorne. Ah, das ist schon wieder so ein hässliches Viech, ey. Hä? Was macht der denn? Freudensprünge hier oder was? Interessiert sich aber nicht für uns, oder? Nee. Bin ich jetzt auch stark gewundert. Auf die Entfernung. Noch weiter in Richtung Norden. Was ist das gewesen? Das würde mich auch mal interessieren. Miese Gegend. Ganz. Miese Gegend. Stimmt, der da vorne sieht nicht gerade freundlich aus. So, Hashtag speichern, Hashtag Angriff, Hashtag, ich glaube, wir werden sterben. Jo, wir werden sterben. Jo. Es sind ja alles voll von diesen Mistviechern. Boah, das sind keine Ripper. Fleischgrillen sind das. Allerdings auch eine ganze Menge. Ich helfe dir. Genau, mach mal. Helf mir mal. Das sind nämlich irgendwie viel zu viele. Verschissener Bastard. Und macht der überhaupt irgendwie Schaden? Oh, moin Ripper. Grüß dich, Keule. Oh, Bullet ist tot. Outlaw ist tot. Ist natürlich jetzt traurig um Bullet. Verschissener Bastard. Also muss man halt mit seinen Entscheidungen leben, ne? Gut, Bullet ist tot. Bullet hat's nicht geschafft. Ich hatte die Hoffnung, aber irgendwie ist es auch unlogisch. Es hätte mehr dahinter gesteckt, wenn die Viecher ihn am Leben gelassen hätten. Dementsprechend... Gemeinsam packen wir das. Versuchen wir mal hier schnell die Leute zu plündern. Ja, ich habe ihn geplündert. Check. 2000 Erfahrungspunkte kriegen wir dafür, ist ja cool.
Ich speichere mal hier auf diese Weise. Könnte man ja mal vielleicht auch mal wieder machen. Hauen wir uns mal den hier rein. Nee, das meinte ich nicht. Den wollte ich, genau. Gemeinsam packen wir das. Genau. Gemeinsam. Das macht hier überhaupt keinen Schaden. Ist jetzt super witzlos. Kommt überall aus dem Boden diese lustigen Ripper rausgehüpft. Das kriegen wir hin. Ich glaube an mich. Oh, Moment. Wir laden mal den Spielstand. Trinken mal einen Trank. Machen jetzt ein Quick Save. Schießen mal hier einen von den Viechern heraus. Das Biest kaufe ich mir. Genau, kauf dir mal das Biest. Den nehme ich. Den und den. Und jetzt sind wir weg hier. Tschüssi! Geht doch. Zum Glück sind die super langsam. Speichern wir nochmal fix. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Ich wollte hier hoch. Ja, die sind immer noch hinter mir her. Oh. Zur Abwechslung kann ich da mal nicht hochklettern. Ist ja auch mal was Neues. Schafft. Da kommt ein Ripper raus. Nicht schön. So, lasst uns jetzt mal in Ruhe. Ich möchte gerne hier hoch. Komm, jetzt sag mir nicht, dass hier nichts ist. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, hier hochzufliegen. Gut, gucken wir nochmal eine Etage weiter oben. Verdammt. Ich fände das so geil mit diesem Jetpack. Ich habe gerade mir echt gedacht, scheiße, überlebst du das? Stirbst du? Stirbst du nicht? Und, naja. Juckt. Einfach null. Das nehmen wir mal mit. So, versuchen wir es nochmal. Vier auf einer Satellitenschüssel. Ist das nicht romantisch? Gut, hier ist echt nix. Enttäuscht mich ein bisschen. Aber gut. Dann können wir uns ja auch eigentlich jetzt zurück teleportieren. Mich würde mal interessieren, was Bullet uns hätte beibringen können oder so. Was es halt gebracht hätte, wenn er jetzt überlebt hätte. Ich habe Bullet gefunden. Wirklich? Ist er... Er lebt nicht mehr. Ich habe das hier bei seiner Leiche gefunden. Zeig her. Lass mich lesen. Liebe Lucy, schreibe diesen Brief, dein Bullet. Oh Gott, Bullet. Warum hat er denn nie was gesagt? Der alte Holzkopf. Ich
Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Hier. Nimm das und geh. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Oh Mann. Oh Mann. Oh, jetzt fühle ich mich richtig scheiße. Oh Scheiße. Oh Mann, ey, das ist doch Mann. Er hat noch einen Brief geschrieben und sie hat auch und es hätte so viel schöner sein können, wenn ich besser im Überreden gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, was wollte der? Wollte der da überleben haben oder was? Aber ich konnte ich wollte ja so viele Leute wie möglich dahin schicken, aber es ging ja nicht. Ich wette, wenn ich einen hingeschickt hätte, wäre er vermutlich direkt gestorben. Bei zwei habe ich jetzt nochmal diese Teilaufgabe bekommen. Bei dreien hätte ich ihn vielleicht noch am Leben gehabt. Entführt, aber am Leben. Und bei vier wäre direkt alles gut gegangen. Aber nein, ich habe natürlich viel zu wenig auf Überleben geskillt. Und jetzt ist das Happy End vernichtet. Boah, das ist, also, wow. Jetzt möchte ich wissen, was in diesem Brief steht. Warte mal, ich speichere mal nochmal. Dann mache ich mal kurz einen Quickload. Natürlich. Dann machen wir es halt. Passt das? Ist direkt nach der Mission, ne? Ach nee, nach dem Teleport. Gut. Zeig mal her, was hier in diesem Brief steht. Liebe Lucy, ich bin nicht gut im Reden und deswegen schreibe ich dir diesen Brief. Schon seit einiger Zeit genieße ich deine Gesellschaft immer mehr. Deine Art, diesen Biestern den Kopf abzuschlagen, ist für mich ein hypnotischer Blick. Manchmal, wenn wieder einmal welche angreifen, ertappe ich mich dabei, wie ich einfach nur dastehe und dir zusehe. Erinnerst du dich an meine Beinwunde letzte Woche? Du warst der Grund, warum ich nicht aufgepasst hatte. Wie deine Waffe durch die Biester gepflügt und deine Haare im Wind wehen. Letzte Nacht habe ich sogar davon geträumt, von deinem Geruch, wenn wir zusammen ein Bier trinken und uns drüber lustig machen, wie dem einen Vieh die Beine weggeflogen sind. Ja, das ist wirklich lustig. Wie dem einen Vieh die Beine weggeflogen sind. Wie gesagt, ich bin nicht gut in Worten, aber ich möchte dir etwas sagen, dass ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Ich hoffe, diese Zeilen zerstören nicht unsere Freundschaft. Dein Bullet. Ich möchte das Gespräch nochmal hören. Ich habe Bullet gefunden. Wirklich? Ist er... Er lebt nicht mehr. Ich habe das hier bei seiner Leiche gefunden. Zeig her. Lass mich lesen. Liebe Lucy, schreibe diesen Brief, dein Bullet. Oh Gott, Bullet. Warum hat er denn nie was gesagt? Der alte Holzkopf. Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Hier. Nimm das und geh. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Ach ja. Traurig. Das ist wirklich, wirklich traurig. Und ich denke, an dieser Stelle können wir jetzt die Folge auch beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und passt auf eure Lieben auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.